Genau, ich will euch heute was erzählen über FabLabs und das FabLab Nürnberg vor allem, beziehungsweise, genau, als Aufhänger des FabLab Nürnberg, aber auch so ein bisschen über die gesamte FabLab-Bewegung. FabLabs sind Hightech-Werkstätten, in denen sowas passiert. Und dieses Bild drückt eigentlich sehr viel davon aus, wofür FabLabs stehen und was FabLab tun und wie Technologie, Lasercutter, also CNC-gesteuerte Maschinen, quasi Hightech-Produktionsequipment genutzt werden kann, um ganz abgefahrene Sachen zu machen. Ganz kurz zu mir, ich bin der Michael und eben einer der Vorstände und Gründer vom FabLab Nürnberg. Und wir haben damit 2010 irgendwie angefangen, ein bisschen an dem Thema zu arbeiten, waren dann im Coworking Space, wie du schon sagst, da rechts neben am Eingang, an der kleinen Wand mit dem FabLab für einige Monate vertreten und haben dann zusammen mit unserem Industriepartner, mit der Firma Evosoft, das FabLab Nürnberg auf dem IG-Gelände aufgebaut. So. Was sind denn FabLabs eigentlich? Also es geht im Prinzip geht's darum, um die Idee, alles, was ich irgendwo digital zeichnen kann, kann ich auch herstellen. Das Motto ist, kannst du es zeichnen, kannst du es bauen. Das ist ein Bild von unseren Kollegen aus Luzern, das das ziemlich gut halt darstellt, jetzt gerade halt auch mit dem Thema 3D-Drucker, wie einfach ein digitales Objekt quasi direkt zur Realität wird. Und dieses ganze Thema 3D-Druck erreicht jetzt ja gerade irgendwie so eine große Aufmerksamkeit und auch einen, sagen wir, Konsumermarkt. Und da wird sich sicherlich sehr, sehr viel in den kommenden Jahren noch entwickeln. Und es wird zunehmend werden digitale Gesetze für Hardware gelten. Und vor einigen Jahren, also bestimmt schon 10 Jahre, also über 10 Jahre eigentlich, hat ein Prof am MIT, der Neil Gershenfeld, sich auch mit diesen Themen auseinandergesetzt. Was passiert eigentlich, wenn irgendwie digitale Gesetze plötzlich für Hardware gelten? Wenn ich meine Entwürfe mit anderen Leuten quer über den Globus teilen kann und die können an jedem Ort der Welt einfach wieder ausgedruckt werden. Und aus diesen Überlegungen ist damals ein Labor entstanden am MIT, was noch Millionen gekostet hat, wo jeder fast alles selbst herstellen konnte. In dem Zusammenhang auch ein Kurs ist auch ein Kurs entstanden, der hieß How to Make Almost Anything, in dem Studenten einfach lernen sollten, wie kann ich denn eigentlich fast alles herstellen? Und das war nicht ein Kurs, wo ich ja, zweimal die Woche über ein Semester lang oder mehr in die Tiefe lernen, was es alles für Arten von Industrierobotern gibt, sondern in der einen Vorlesung lerne ich, wie mache ich eine Leiterplatte, in der nächsten Vorlesung lerne ich, tue ich CNC-Fräsen, wie mache ich irgendwie einen Lasercut und wie baue ich aus diesen Elementen plötzlich mein eigenes Gerät oder wie setze ich meine eigenen Ideen plötzlich zum Produkt um. Und das hat so viel Resonanz ausgelöst, dass daraus nochmal ein kleineres Lab entstanden ist, irgendwie in der Bostoner Innenstadt. Und das hat weltweite Resonanz ausgelöst. Von Südafrika bis Norwegen sind in den kommenden Jahren ganz, ganz viele solche FabLabs entstanden, die mit relativ günstiger Technologie, aber doch ein Set an sehr viel, eigentlich ein sehr mächtiges Instrumentarium zur Verfügung stellen, um Dinge selbst herzustellen. Und das ist jetzt das FabLab-Netzwerk, wie es eben aktuell, die Zahl ist irgendwie von gestern, dasteht. Das sind jetzt 329 Labs quer über den Globus verteilt. Ja, was sind das eigentlich so für Dinge, die da entstehen oder die da gemacht werden? Ich habe ein paar Projektbeispiele einfach mal mitgebracht. Es fängt da oben an, halt zum Beispiel ein 3D-gedruckter Gehäuseprototyp. Das ist jetzt ein Beispiel vom Krishna, der hat so ein kleines elektronisches Lernspiel gebaut. Und bevor er jetzt damit irgendwie auf Investorensuche gegangen ist, hat er sich quasi professionelle Gehäuseprototypen gebaut für seine Komponenten, sodass das Ganze halt gleich was hermacht und irgendwie den Eindruck vermittelt, wie das echte Ding dann am Ende auch wäre. Ein Thema sind Quadrocopter, diese ganze computergesteuerte
Propeller-Drohnen-Geschichte. Da gibt es ganz, ganz viele Leute, die sich einfach privat damit beschäftigen, aber auch Leute, die es halt professionell einsetzen, irgendwie zum Filme drehen etc., die sich da relativ regelmäßig bei uns treffen und halt solche Drohnen bauen. Ein geiles Teil fand ich auch dieses Ding hier. Das ist ein kam Biologe bei uns irgendwann durch die Tür und hat sich eben so ein Instrument gebaut, womit er Lichteinfall in Tiefseen in Argentinien messen kann. Ich weiß nicht genau, was da jetzt die Forschungsfrage war, aber jedenfalls konnten wir da halt noch ein professionelles Gehäuse dazu beisteuern, das dann irgendwie wohl auch den Tiefsee überlebt hat. Ein geiles Ding ist hier, dass diese Jacke, die ist auf dem Workshop in Ljubljana entstanden. Da ist hinten ein Lautsprecher dran und in den Taschen sind Tasten. Und dann kann ich irgendwie Klavier spielen, während ich so durch die Stadt laufe, immer in den Tasten. Und das ist halt so eine Kombination auch von Technologie und Textil und Kreativität, was halt den Charme von Film ausmacht, was einem im Fablet passiert. Genauso halt wie so Designy-Stuff, Lampen, Accessoires etc. Ja, was braucht man dazu? Es gibt ein Modelabor. Da ist eine Stickmaschine drin, da ist ein Folienplotter drin, da ist eine Heißpresse drin. Da kann ich meine eigenen Klamotten machen. Das Geile ist, es hat irgendwie dazu geführt, dass eigentlich alle unsere Werkstudenten irgendwie Modelabels gegründet haben. Irgendwie Felix, einer unserer Werkstudenten, hat irgendwie erstes Show-Shirt gehabt. Irgendwie aus der Oberpfalz kam, hat sich ein Shirt gemacht, dieses Show, hat er Show draufgeschrieben. Dann war er damit irgendwie in Österreich unterwegs und haben irgendwie ein paar Leute ihn darauf angesprochen, wo hast du das geile Shirt, wo hast du das geile Label her? Und ja, so ist halt irgendwie dann das Label Show-Shirt entstanden und jetzt gibt es irgendwie Lysander und Horatio und kommt immer wieder vorbei und graviert sich irgendwelche Leder-Etiketten für seine Mode und ist eigentlich ziemlich abgefahren. Dann Laser-Cutter ist ganz wichtig. Ich nehme Holz, Acrylglas, was auch immer und habe einen computergesteuerten Laserstrahl, der schneidet da einfach durch. Und damit kann ich halt super präzise und super schnell Dinge fertigen. Ich kann irgendwie eine Box machen, ich kann Teile für andere Maschinen wiederum bauen, ich kann Weihnachtsgeschenke gravieren. Also es ist, hat sehr, sehr viele Möglichkeiten und ist vor allem unglaublich einfach zu bedienen. Ja, es ist so etwas so kompliziert wie ein Drucker zu Hause zu bedienen. Und das macht es halt zu einer sehr, sehr beliebten Maschine. Ja, Raum für Ideenfindung. Ein Café ist für uns ganz wichtig, hat einfach so eine gemütliche Café-Ecke, auch wieder das Thema Austausch und Leute zusammenbringen. CNC-Fräsen, CAD-Zeichnen, eine Leiterplattenfertigung sind wir gerade dabei aufzubauen. Irgendwie eine Platinenfräse, wo man halt dann sein eigenes Layout auf eine Platine fräsen kann. Und natürlich 3D-Druck. Aber bei all den Maschinen ist das Wichtigste eigentlich, sind für uns die Menschen, die durch die Tür kommen und die Projekte, mit denen sie kommen. Und einer davon ist eben der Anton mit seinem Slayer-Skateboard und seiner Ramp. Das Foto ist entstanden auf einem Workshop mit Jugendlichen aus dem Stadtteil, die sich halt ihre eigene Skate-Ramp gebaut haben. Die haben das zuerst irgendwie in Prototypen gebaut, in so groß, aus dem Laser rausgelassen, haben mit Finger-Skateboards irgendwie die Dynamik von dieser Ramp getestet und optimiert und am nächsten Tag sind sie dann rausgegangen und haben halt wirklich dann aus Holz und Latten und so diese Skate-Ramp gebaut. War ein 2-Tages-Workshop und eigentlich hat ziemlich viel Spaß gemacht. Sind auch da oben sind die Jungs, die hier gerade an der Ramp arbeiten. Es geht ja ein bisschen heute um Creative Space, deswegen habe ich jetzt einfach ein paar Bilder von Räumen dabei, die irgendwie so in dem FabLab-Kontext stehen. Das ist jetzt ein Teil vom FabLab Nürnberg. Da sind ein paar Dinge irgendwie seitlich einfach, was so bei uns passiert. Das eine ist, wie gesagt, das Thema Bildung, also Arbeiten auch mit Kindern und Jugendlichen, wo es halt auch ein bisschen darum geht, ein bisschen neue Methoden des Lernens zu fördern und einfach die Überlegung, wenn halt Wissen nun mal digital in der Cloud zur Verfügung steht, wie ändert sich dann auch dann die Rolle vielleicht von dem Lehrer, der irgendwie dieses Wissen weitervermitteln möchte. Und bei uns ist halt einfach die Möglichkeit dann da,
dass man dass man Dinge auch wirklich direkt anfasst und direkt praktische, haptische Erfahrungen macht. Weil das ist unserer Meinung nach einfach ein ganz, ganz essentieller Bestandteil von Wissen oder gerade wenn es jetzt um technisches Wissen geht, wenn ich weiß, wie sich ein Stück Metall anfühlt, wenn ich das biege und es irgendwie seine Streckgrenze erreicht hat oder dann eine Schraube, bevor sie abreißt, dass es dann erstmal leichter geht und dann reißt sie ab. Ja, das mit der Hand gespürt zu haben, ist was ganz anderes, als wenn ich in der Uni sitze und irgendwie diesen Spannungsverlauf sehe. Damit kann ich nicht kreativ arbeiten. Und deswegen ist halt ein bisschen die Idee, einfach das Praktische, praktisch-haptisch zu vermitteln. Das beschränkt sich jetzt aber nicht nur auf Schüler. Das Ganze funktioniert genauso auch im Unternehmenskontext, in Workshops, wo man halt einfach mal eine ganz andere Art erlebt, Dinge, Ideen umzusetzen und sehr, sehr schnell erste Prototypen zu bauen. Und ein zentrales Format, was bei uns jedes Wochenende stattfindet und da seid ihr auch alle ganz herzlich eingeladen, mal vorbeizukommen. Jeden Freitagabend und jeden Samstagnachmittag ist das sogenannte Open Lab. Und da kommt jeder vorbei vom 10-jährigen Steppke bis zum Anton mit seinen 80 Jahren, der dann mit seinem, den Rollator hat er übrigens selber im Lab gepimpt, sodass er jetzt nicht mehr in die U-Bahn-Schluchten damit reinfällt, sondern dass sie da irgendwie, dass er da drüber gleiten kann. Und halt, ja, vom Ingenieur bis zum Rentner über Kinder alles vertreten und das macht es halt auch aus, einfach diese Mischung und den Erfahrungsaustausch untereinander. Da das Netzwerk ja so groß ist und gibt es auch viele enge Beziehungen zwischen Labs weltweit und auch wir haben einige Freunde in Europa. Das ist zum Beispiel das Rock Lab in Ljubljana. Das ist auch nochmal so ein Beispiel halt für einen kreativen Raum. Die haben, im Prinzip ist dieses Projekt aus einem Stadtentwicklungsauftrag entstanden. Also da gibt es eine alte Fabrik, eine alte Fahrradfabrik, die ist ziemlich besetzt, sage ich mal, und schwer zu verwalten. Da sind ganz, ganz viele Künstler, die sich da einfach halt eingenistet haben, teilweise inoffiziell, teilweise offiziell und es ging darum, irgendwie dieses Areal weiterzuentwickeln, aber es war einfach nichts zu holen, da direkt ins Areal reinzugehen. Deswegen haben sie diesen Container einfach vor die Fabrik gestellt und dort einen Ort geschaffen, an denen jetzt Leute zu Workshops zusammenkommen und sich gegenseitig Dinge beibringen und Wissen vermitteln. Und da waren wir halt auch dann mal eingeladen, so ein bisschen hier textile Elektronik mitzubringen und das dort ein bisschen zu zeigen. Und das ist ein Format, was da sehr gut funktioniert, dass man einfach in diesen Container von überall Leute einlädt und da ein bisschen Wissen austauscht. Genau. So. Das Lab kann auch, es muss nicht immer nur in den Räumen auf AEG stattfinden. Es kann auch überall anders stattfinden. Es kann überall hingehen und in relativ kurzer Zeit einen kreativen Prototyping-Raum auf die Beine stellen. Das ist jetzt hier in der BMW-Welt in München, ist dieser Doppelkegel. Und wir haben da zusammen mit den Kriegern des Lichts für die Munich Creative Business Week einen Makerspace für 3 Tage aufgebaut. Und im Prinzip der Darius von den Kriegern des Lichts hat diese Möbel designt und hat eigentlich nur das Holz bestellt und wir sind dann angekommen, da palettenweise Holz und ein paar Akkuschraubern und in 2 Stunden waren all die Möbel aufgebaut und dann dazu den Laser und den 3D-Drucker und 3 Tage dann öffentlicher Betrieb in so einem kreativen Space, wo jeder selbst Dinge machen kann und da ist es halt einfach ganz, ganz wichtig für uns, die Schwellen was zu tun, so niedrig wie möglich zu halten, es so einfach wie möglich zu halten, dass man nicht irgendwie erstmal einen CAD-Kurs besuchen muss, bevor man sein erstes Ding machen kann, sondern im Prinzip hier mit Edding und Zettel und Stift einfach anzufangen, irgendwas zu zeichnen und man legt es in den Laser, da ist eine Webcam drauf, die erkennt das und lasert außenrum. So, und dann habe ich sofort mein erstes Erfolgserlebnis. Ich habe sofort irgendwie mal was in der Hand, habe mal was gemacht und habe dann auch die Daten dazu und kann, wenn es mich interessiert, mich da weiter reinfuchsen, kann mir die Open-Source-Software dazu runterladen, die
mit der man damit weiterarbeiten kann. Inkscape ist ein Vektorgrafikprogramm, mit dem wir immer gerne arbeiten. Und habe da halt einfach mal so ein paar Impulse, oder man hat dann einfach bei ein paar Leuten ein paar Impulse verbreitet, sich ein bisschen tiefer mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und das kommt immer, funktioniert ganz gut. Toll ist halt auch das Areal, wo wir hier auf dem Gelände sind, also auf dem AEG-Gelände, weil da gibt es halt Räume wie diesen. Also das ist jetzt in die eine Richtung und in die andere Richtung nochmal so groß. Einfach leere, große Hallen, wo man halt für einen Workshop sich einfach mal Platz schaffen kann, wenn man ein großes Event machen kann und da auch wieder einen kreativen Space aus einer in der Industriebrache irgendwie wie spontan aufzuziehen. Das war ein Workshop, da ging es darum, Möbel zu bauen. Das waren 30 Mitarbeiter vom Unternehmen, die kamen 8 Stunden vorbei und sollten, ohne zu wissen, worum es überhaupt geht, war dann die Challenge, hey, entwickelt Sportmöbel in 8 Stunden. Und dann angefangen von Ideation über Präsentation der Ideen, Auswählen von Ideen, Prototypen aus Pappe bauen. Das waren so die ersten 4 Stunden, war wirklich Paper-Prototypes, Pappe-Prototypen. Und am Ende, nach den 4 Stunden, wurde dann wirklich gebaut. Und das sind sehr, sehr geile Dinge entstanden. Also irgendwie ein Ding, was mich am meisten beeindruckt hat, war so eine Liege. Irgendwie so große Liege, innen mit Bällen ausgelegt, LKW-Plane oben drüber, die Plane irgendwie festgetackert, gebrandet mit Folien, mit einem Folienschneider gebrandet und bebügelt und dann 2 Lampen links und rechts daneben gestellt und in den Lampen waren an Funksteckdosen angekoppelt und die wiederum wurden über einen Arduino gesteuert. Das ist so eine kleine Mikrocontroller-Plattform, wo die eigentlich entwickelt wurde für Designer und Künstler, sodass jeder sehr schnell in das Thema interaktive Elektronikentwicklung einsteigen kann. Jedenfalls dieser Arduino war mit diesen Lampen gekoppelt und 2 Sensoren in den Lampen und dann gingen die zufällig an und aus und du musstest Sit-Ups machen und diese Lampen ausschlagen. Und das halt irgendwie von der Idee bis zur Umsetzung in 8 Stunden. Und das war für uns schon auch ein sehr beeindruckendes Erlebnis, dass das alles so geklappt hat. Und da ist einfach so ein Gelände, wo man Freiraum hat und wo man diesen kreativen Raum schaffen kann, ist da einfach Gold wert. Ja, ja, dann noch ganz kurz ein bisschen zu dem Netzwerk zurückzukommen. Dieses Netzwerk ist nicht nur ein internationales Netzwerk, sondern es gibt halt auch ein, sagen wir, hyperlokales Netzwerk. Es gibt jetzt bei uns in der Region eigentlich eine sehr, sehr hohe FabLab-Dichte, wahrscheinlich eine der höchsten in Europa. Na, Holland ist noch viel krasser, aber bei uns ist auch schon ziemlich, ziemlich viel los eigentlich in der Richtung. So mit Erlangen und Bayreuth und Rothenburg. Und diese ganzen Grauen sind irgendwie Initiativen, die gerade entstehen und die sich gerade damit beschäftigen, auch FabLabs zu gründen. Und es gibt ein Projekt, was jetzt vom Bund gefördert ist, was bei uns im FabLab Nürnberg zu Hause ist, was sich damit beschäftigt, diese einzelnen Labs miteinander zu vernetzen und sie beim Aufbau zu unterstützen. Und das ist das Projekt MetroLab. Und das wird, denke ich, läuft jetzt bis 2016, wird hoffentlich dazu führen, dass in der Region ein Netzwerk von offenen Technologielaboren entsteht, wo Leute von der Kleinstadt bis nach Nürnberg sich untereinander vernetzen können, ihre Ideen miteinander teilen können und so gemeinsam einfach ein Netzwerk zu schaffen, was Ideen viel, viel weiter bringt, als es jeder Einzelne für sich könnte. Und da sind noch ein paar Bilder zu den Labs, die es jetzt in Erlangen, Rothenburg und Bayreuth. Und es gibt eines der kommenden Wochenende, nämlich der 24. Mai, gibt's bei uns in Nürnberg ein Netzwerktreffen, wo die Gründer oder die Akteure von den verschiedenen Initiativen zusammenkommen. Außerdem ein paar Leute deutschlandweit.
und überhaupt einfach Interessierte an dieser Entwicklung. Falls sich jemand dafür interessiert, kann ich auch herzlich dazu einladen, am 24.05. zu uns nach Nürnberg zu kommen. Ins FabLab findet sich dann auch auf unserer Webseite nochmal als Hauptbanner die Einladung und Anmeldung dafür. Und das ist auf jeden Fall eine spannende Gelegenheit, um so dieses lokale FabLab-Netzwerk ein bisschen kennenzulernen. Ja, ansonsten bei Fragen mich gerne per E-Mail einfach erreichen unter michael@fabfork.com oder bei uns auf die Webseite gucken, www.fablabnürnberg.de. Dankeschön.